Hallo, hier in diesem Video beschäftigen wir uns mit der Partialbruchzerlegung. Die Partialbruchzerlegung brauchen wir, wenn wir zum Beispiel Partialbrüche integrieren wollen oder wenn wir bei der Laplace-Transformation Formeln anwenden wollen für einfache bekannte Brüche. Der erste Schritt, den wir machen, ist, wir schauen uns hier den Grad vom Zähler und vom Nenner-Polynom an. Und falls gilt, dass n kleiner als m ist, passt alles. Falls nicht, müssen wir eine Polynomdivision machen, damit es gilt. Der nächste Schritt, den wir machen, ist, dass wir uns das Nenner-Polynom anschauen und in Linearfaktoren zerlegen. Dafür berechnen wir alle Nullstellen, komplex und die reellen und schreiben dann dieses Polynom auf in seinen Linearfaktoren. Das heißt, wir haben hier irgendeine Nullstelle, nennen wir es b dach 0 minus x und alle anderen Nullstellen. Es kann sein, dass mehrfache Nullstellen vorkommen, aber diesen Fall werden wir gleich eingehen. Oben steht ganz normal das Polynom. Jetzt kann es natürlich sein, dass das Zählerpolynom gleich Nullstellen hat wie das Nenner-Polynom. Dann könnten wir die einfach rauskürzen. Dafür müssten wir aber auch die Nullstellen oben finden. Also das ist natürlich ein wichtiger Schritt, den wir tun müssen. Dann, wenn wir sozusagen dieses Polynom maximal gekürzt haben, also alle Nullstellen rausgekürzt haben, dann können wir drei verschiedene Verfahren anwenden. Wenn wir nur einfache Nullstellen haben, dann können wir das Limes-Verfahren anwenden. Und bei dem Limes-Verfahren machen wir einen Ansatz. Wir sagen, unser Polynom, ich mach's mal einfach, das ist einfach das Zählerpolynom hier, abhängig von x. Hier ist das Nenner-Polynom abhängig von x, das irgendwie zu schreiben als a, und hier haben wir dann eine Nullstelle plus b, die nächste Nullstelle und so weiter bis, keine Ahnung, sagen wir mal l zum Beispiel. Oder beziehungsweise wir können m sagen, weil wir wissen ja, was auch immer, ist auch egal. Und da wir wissen, dass die Nullstelle nur einfach vorkommen, können wir einfach das Nenner-Polynom durchmultiplizieren. Dann haben wir hier Nenner x mal a durch b0 minus x0 plus Nenner x mal b geteilt durch b1 das x bis zu dem m. Abhängig von x natürlich. bm minus x. So. Jetzt wissen wir aber, dass unser n von x besteht aus zum Beispiel dieser ersten Nullstelle und ein Restpolynom, weil wir dieses n so zerlegt haben. Und wenn wir jetzt die Nullstelle einsetzen, also wenn wir sagen, dass x gleich b0 ist, dann wird dieses Polynom 0. Außer bei diesem a. Weil bei diesem a haben wir dann b0 minus x mal in Schlange a geteilt durch b0 minus x. Und hier haben wir plus 0, weil sozusagen dieses Polynom
ist gleich 0 für x gleich b 0. Aber hier können wir rauskürzen und dann sehen wir wieder, dass wir z mal x geteilt durch Schlange gleich a haben. Und so bekommen wir unser a. Das können wir jetzt fortführen für unser b bis zu unserem m. Und somit bekommen wir alle unsere Koeffizienten oder alle unsere unbestimmten Variablen von a bis m. Das ist die Limes-Methode, die funktioniert nur, wenn wir einfache Nullstellen haben. Jetzt kommt die nächste Methode. Also jetzt haben wir die Limes-Methode abgeschlossen. Oftmals benutzt man die Limes-Methode so lange, bis man alle einfachen Nullstellen gemacht hat. Und wenn es keine einfachen Nullstellen, also natürlich müssen die auch reell sein, wenn es keine einfachen Nullstellen sind, dann benutzt man die nächste Methode, das ist sozusagen Koeffizientenvergleich. Okay, schreiben wir noch hin, dass es die Limes-Methode war. So, jetzt kommen wir zu der nächsten Methode. Die nächste Methode ist Koeffizientenvergleich. Der Koeffizientenvergleich, der funktioniert immer, den kann man immer machen, aber der ist relativ aufwendig und man muss ein lineares Gleichungssystem lösen. Okay, wir haben wieder unser Polynom hier oben. Jetzt bei der Koeffizientenvergleichmethode können wir zulassen, dass wir auch mehrfache Nullstellen haben oder komplexe Nullstellen. Also mehrfache Nullstellen heißt, die haben hier hoch irgendein b Kringel m, und für mehrfache Nullstellen haben wir dann einfach, also für komplexe Nullstellen haben wir dann, das heißt wie x Quadrat minus 2 Beta x plus Gamma. Und naja, wenn wir es wieder mehrfach haben, dann x minus 2 Beta x plus Gamma. Und das ist ein Quadrat. Also bei reellen Nullstellen ist es so, wenn wir es einfach haben, ist einfach nur b0 minus x. Jetzt, wenn wir sie zweifach haben, haben wir b0 minus x zum Quadrat und so weiter. Also genau, also das heißt, wenn wir einen Linearfaktor zerlegen, ist es sozusagen eine zweifache Nullstelle. Jetzt beim Koeffizientenvergleich, da machen wir auch wieder einen Ansatz und wir sagen, jede einfache Nullstelle wird dargestellt als a und dann b 0 minus x. Jetzt haben wir eine mehrfache Nullstelle, die ist jetzt, kommt zweimal vor, dann nennen wir das so, plus, sie kommt mehrfach vor, b 1 minus x zum Quadrat. Also jetzt haben wir sozusagen eine zweifache Nullstelle bei b 1 nach. Okay. Da können wir ganz viele verschiedene Terme haben. Jetzt für die komplexen Terme, da sagen wir, wir haben irgend sowas wie c mal x plus d geteilt durch x Quadrat minus 2 x plus Gamma. So, das ist für die einfachen. Hier wieder unser selber durcheinander Polynom. Das muss ja noch. Das ist jetzt unser Nenner von x. Das da oben ist unser. Das
Dann ist der Nenner von x und das ist der Zähler von x. So, also machen wir weiter. Wir haben unser Polynom. Wir machen Ansatz in reelle, einfache und mehrfache Nullstellen. Jetzt kommt noch die komplexe, sagen wir, mehrfache Nullstelle. Das ist jetzt c. C0, D0, C1, x plus D1, x Quadrat minus 3 Beta, x plus Gamma. Sagen wir, haben sie zweifach. Die Indizierung wird dann etwas schwerer, aber das ist Beta 0, Gamma 0, 1, 1. Und hier für die Mehrfachheit kommt hier C2 plus D2 geteilt durch x2 minus 2 Beta 2 plus Gamma 2. Und hier jetzt zu sagen, was wichtig ist, hier zum Quadrat. Und für jede Vielfachheit der Nullstelle müssen wir sagen, so einen Term mehr machen. Genau. Okay, dann haben wir so einen riesen Ansatz. Wir hoffen, dass es oftmals nicht so groß ist, aber für den Computer ist es später kein Problem. Nur jetzt fürs Verständnis. Was wir jetzt machen, ist, dass wir das Ganze durchmultiplizieren mit unserem Nenner-Polynom. Dann haben wir ist gleich Nenner von x ist gleich, also Zähler von x ist gleich Nenner von x mal dann dieser ganze Term hier. Wir kopieren den, damit wir nicht nochmal schreiben müssen. Und jetzt können wir das Ganze ausmultiplizieren. Natürlich hier noch die Klammer zu machen. Jetzt können wir das Ganze ausmultiplizieren. Und dann haben wir hier Koeffizienten des Zählerpolynoms. Das hatten wir hier gegeben. Und es ist gleich irgendwelche Koeffizienten hier mit irgendwelchen unbekannten Alpha, mit irgendwelchen unbekannten A, B und C und Alpha, Beta und allen möglichen anderen Koeffizienten. Okay, B1, Dach und Beta und Gamma ist natürlich bekannt. Und dann sehen wir, dass wir sozusagen eine lineare Gleichung haben, die wir auffassen können als x0, x1 und so weiter bis xn mal irgendeine Matrix, wo hier zu sagen a0 auf der Diagonalen steht, 0 bis an, und auf der anderen Seite haben wir auch so eine Matrix. Und bei dieser Matrix wollen wir dann sozusagen, was wollen wir auflösen? Genau, wenn wir es durchmultiplizieren, dann wollen wir sozusagen auf, wir wollen A, B und B2 und so weiter so lösen, damit wir dieses Gleichungssystem lösen können. Am einfachsten ist es wahrscheinlich mit einem Beispiel, aber ich hoffe, das hat jetzt ein bisschen geholfen.